So, ein herzliches Hallöchen an alle diejenigen, die wo sich den Spaß mit dem Tutorial und der ganzen ersten oder nullten Folge, besser gesagt, nicht gegeben haben. Wir spielen jetzt Harveys neue Augen und wir sind jetzt hier dabei, gerade mit Edna, unserer alten Bekannten vom letzten Teil. Und ja, wir möchten gerne mit ihr reden. Hey Lilly, was gibt's Neues? Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreiben. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Okay. Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Oh, oh. Okay, Marmeladenersatz. Bienen, okay, Honig gemerkt. Beete um dran, aber da ist ja schon eifrig dabei. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Okay, wo finde ich eine? Die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Okay, dann gehen wir mal zurück und Schatzsuche. Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Lecker, Nacktschnecken. So, Dialog beenden. Übrigens, ich finde das Dialogsystem hier so saucool. Wo man einfach nur draufklickt und dann, ach, du wolltest doch über das und das reden. Also wenn das noch beibehalten wird, das wäre cool. Hallo, ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Nicht gerade das, was wir hier brauchen. Aber immer noch gut. Was haben wir denn sonst? Was hast du da? Eine Harke? Aha. Ist ja nett gemeint. Aber ich fürchte, die hilft uns hier nicht weiter. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Okay, können wir damit die Komposttonne? Das war zu schade für den Kompost. Nein. Lilly erkannte schnell, dass sie die Termiten auf diese Weise niemals verscheuchen würde. Sie brauchte einen besseren Plan. Okay, was haben wir so? Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. Es war hoffnungslos. Die Reifenschaukel hing in so unerreichbarer Ferne, dass Lilly fast meinte, ihre Beliebtheit dahinter zu erkennen. Oh, wie unnett. Das war zu schade für den Kompost. Lilly erkannte schnell, dass sie die Termiten auf diese Weise niemals verscheuchen würde. Sie brauchte einen besseren Plan. Lilly hätte dem Halb so
Es war hoffnungslos. Die Reifenschaukel hing in so unerreichbarer Ferne, dass Lilly fast meinte, ihre Beliebtheit dahinter zu erkennen. Der hört die Etten sogar auf zum Buddeln. Ach, ich finde das so toll hier, die Atmosphäre. Und dann den Textsprecher. Ach, wie geil. So, können wir jetzt da... Ja, zum Schultag. So. Lilly wäre sicher auch ein guter Busch geworden. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Die perfekten Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem... Ding! Du, eine Pumpe. Können wir die anschmeißen? Lilly! Schalte das sofort ab! Okay, ich ahne schon, wo man die irgendwo hin tun muss. Ah, Kellerfenster. Schauen wir da mal rein. Thermometer. 0 Grad. Frrr. Und da rennt die im Röckchen rum. Da lag ein Pinsel auf dem Regal direkt unter dem Fenster. Lilly musste nur die Hand ausstrecken. Okay. Ja, wir haben einen Pinsel. Was haben wir denn sonst noch? Hier jede Menge Zeugs. Hallo? Verdautes Gras, Ratte, Taube. Lilly nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Ich mag diesen Satz. Presslufthammer. Ich hole den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Der Ofen. Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Aber von hier aus würde sie sie nie erreichen. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Schade. Da müssen wir wohl wieder zurück. Ah, wir haben eine Kellertür. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Okay, und ich nehme mal an, die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Okay. Was haben wir hier? Gartenschlauch. Können wir ihn aufdrehen? Genau. Wasserhahn. Schade. Der Wasserhahn war leer. Nur Wasser abgestellt. Mann. So, na, gehen wir mal zum Brunnen. Oh, was haben wir hier? Den Wasserschlauch. Zum Schulteich, ein Baum, Bienennest. Lillys Mitschüler Freeman hatte sich weit über den Brunnenrand gebeugt. Wenn er sich noch weiter vorwagte, würde er hineinfallen. Genau wie in Lillys Lieblingsbuch. Hallo Gordon? Magst du mit uns reden? Hm? Ach, Lilly. Ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Was ist denn? Hab ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Ich versuche mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Gumbo? Klosterregeln. Wozu Keller? Klosterregeln. Nee, Aufgaben der Oberin. Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberin erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken enthaaren?
Lass mich raten. Beete umgraben. Du sollst die Beete umgraben, richtig? Aha. Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen, richtig? Aha. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Okay, aber Kloster... Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Aber... Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Aha. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Sag mal, bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Der Brunnen ist zu gefährlich. Ich weiß, dass die Oberin nicht will, dass wir in den Brunnen klettern. Aber du kannst dir kaum vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Ich würde fast alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du. Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. Zum Kellerschlüssel. Ach Mann, Lilly, jetzt halt doch mal endlich den Rand. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Kohle, Presslufthammer. Lecker, Futterdosen. Will er sich eine kleine Zusatzration genehmigen? Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Okay, Gumbo? Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly, du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm, voll Ungumbo. Okay, dann lass mal unseren Gumbo mal in seinen Brunnen kratzen. Lilly mochte Bienen, sie summten so schön. Außerdem sammelten sie fleißig Honig. Und wenn man genau hinsah, sah man sogar ihre Stacheln fröhlich in der Sonne funkeln. Oh, ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel. Können wir... Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Ah, schön. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Vielleicht kommen wir mit der Hake irgendwo ran. Oh,
Oh,